Was ist denn da gestern passiert? Lass uns mal über das Thema reden mit Schalke. Ja, die sind ja auf jeden Fall abgestiegen gestern. Ist krass, finde ich, weil ich war ja auch noch, boah, vor 5, 6 Jahren noch das Spiel gegen Real Madrid schauen, beide Spiele. Und jetzt nach ein paar Jahren einfach als Letzter, bevor die Bundesliga komplett vorbei ist, schon rausgeflogen, quasi abgestiegen. Ist halt krass. Wir können uns ja erstmal ein Video dazu angucken von der Sportschau hier, was mir reingeschickt worden ist. Gucken wir uns das mal an. Entspannt. Und dann werden wir noch mal ein bisschen drüber quatschen zu den Vorfällen auch gestern und sowas. Da habe ich nämlich auch noch ein paar Sachen. Das Ende einer königsblauen Horrorsaison. Ohne Fans, ohne Plan, ohne Chance. Der vierte Abstieg der Vereinsgeschichte steht fest. Also was die jetzt bringen am Platz, ja? Wenn wir das auf unserer täglichen Arbeit bringen würden, wir wären längst gefeuert. Und Schalke damit angekommen vor dem Spiegelbild alter Tage. Die 80er Jahre. Schalke wird zum Abstiegskandidaten. Dreimal geht's runter. Zum ersten Mal 1981. Guck mal, wie krank, Dick. Schalke, oha, wieder am Wein. Alter, krank. Schalke steigt sofort wieder auf. Was haben die alle Doch für Haare, die Mann? Die Achterbahnfahrt längst begonnen. 1983 verliert Schalke gegen Uerdingen in der Relegation. Ja, was ist das für ein Platz? 20 Saisonniederlagen bedeuten den erneuten Gang in die zweite Liga. Mach den Schaffstall raus, Mann! Die Entwicklung kam nicht überraschend. Den Verein plagen Schulden. Die Vereinsführung wechselt stetig. Die sollen bei Zeiten sparen, dann haben sie eine Not. 1988. Schalke bangt erneut um den Klassenerhalt. 1988. Ich denke mal, dass wir 26 Punkte holen und damit den Klassenerhalt schaffen. Am Ende steigt Schalke ab. Die Existenz des Vereins steht auf der Kippe. Die Parallelen könnten heute kaum größer sein. Den Verein drücken Schulden, 217 Millionen Euro. In den Gremien werden die Stühle gerückt. Der Vorstand nach nur einer Saison nicht wiederzuerkennen. Und Clemens Tönnies, der langjährige Macher auf Schalke, längst Geschichte. Chaos Club Schalke, ein Abbild seiner selbst. Allein in der aktuellen Saison standen 5 Trainer an der Seitenlinie. 21 Niederlagen nach 30 Spieltagen. Schalke schlechter als bei... 21 Niederlagen nach 30 Spieltagen, ne? Wenn man das so in der Gesamtbilanz jetzt hört, ne? Das ist ja echt krank, ne? Im Abstieg 1983. 3 Jahre ist es her, dass auf Schalke die Hymne der Champions League ertönte. Jetzt ist der Verein eingeholt von der eigenen Vergangenheit. Vorbei die Zeiten der Pokalsiege und des schönen Fußballs. Mit dem vierten Abstieg der Vereinsgeschichte steht das chaosgeschüttelte Schalke nun vor unsicheren Zeiten. Ich weiß, dass es sehr schwer ist, wenn wir absteigen, wieder aufzusteigen. Aber eins weiß ich, dieser Verein ist von der Substanz einer der stärksten in Deutschland. Die Substanz ist da, damals wie heute. Der eingetragene Verein zählt rund 160.000 Mitglieder. Nach Bayern der zweitgrößte in Deutschland. Krass. Was ein Plus ist für Schalke, ist die treuen Anhänger, die sie haben. Die Anzahl. Also was ich gestern gehört habe, was da abging, könnt ihr mir mal gleich ein bisschen mehr erzählen? Viele haben es auf Schalke versucht. Den langfristigen Erfolg brachte keiner. 16 Trainerwechsel in den vergangenen 10 Jahren. Es geht nicht besser. 16 Trainer Konstanz. In 10 Jahren, Schalke, Alter. Schalke braucht Ruhe. Wie lange war Wenger bei Arsenal? Also nur als Beispiel jetzt. Digga, 16 Trainer in 10 Jahren. Wie lange war Wenger Trainer bei Arsenal, Chat? Der war doch gefühlt sein ganzes Leben bei Arsenal Trainer, ne? Als Beispiel, das ist krank. Warte, was meint jemand hier? Hier, guck mal, warte mal, wir passen uns mal dem Jahr an. Wann war es? 1988? Am Ende meine Damen und Herren, Schalke 04 ist abgestiegen. Wir haben 1988 und jetzt bieten sich Parallelwelten dazu zum jetzigen Zeitpunkt. Schalke ist aus der Bundesliga abgestiegen und nun aus in der zweiten Liga. Der Vorstand. Spaß, Mann. So. Okay, also was ist da jetzt gestern abgegangen? Ich habe hier auch noch 2 weitere Videos in der Gruppe. Schalke-Fans jagen Spieler und greifen Schalke-Bus an. Also ist das wirklich passiert, dass die eigenen Fans, die eigenen Ultras auf die Spieler losgegangen sind, weil sie abgestiegen sind, oder was? Arsene Wenger war 22 Jahre Trainer. Krass, warte mal, ich guck mir mal kurz hier ein Video an. Das ist anscheinend der Mannschaftsbus, okay. Was geht da ab? Alter Schwede. Junge, die jagen die Spieler, Alter. Was ist bei Schalkes Twitter? Warte mal. Digga, was ist das denn? Die eigenen Fans? Gerade jetzt
Ne, Leute, gerade jetzt, wo der Verein so am Tiefpunkt, sage ich mal, ist, da müssen die Fans doch da sein. Vor allem auch die Ultras, die jedes Spiel da sind. Klar ist das enttäuschend und traurig, aber du kannst doch nicht deinen eigenen Verein auf die Spieler gehen. Was ist das denn? Also, ehrlich. Am frühen Mittwochmorgen hat es an der Arena einen kurzfristig zustande gekommenen Austausch zwischen Profimannschaft und Fangruppierungen gegeben. Im Rahmen dessen wurden von einzelnen Personen Grenzen überschritten, die für den Schalke 04 nicht verhandelbar sind. Tut noch mehr weh als erwartet. Scheiße. Okay, warte. Stellungsnahme. Und zwar an. Nach der Rückkehr von Bundesliga hat es am frühen Mittwochmorgen auf der Arena einen kurzfristig zustande gekommenen Austausch zwischen Fans und Gruppierungen gegeben. Im Rahmen dieses Aufeinandertreffens haben aus der Menge einzelne bislang nicht zuzuordnende Personen Grenzen überschritten, die für den Schalke 04 nicht verhandelbar sind. Bei einem verständlichen Frust und aller nachvollziehbaren Wut über den Abstieg in die zweite Bundesliga, der Verein wird es niemals akzeptieren, wenn die körperliche Unversehrtheit seiner Spieler und Mitarbeiter gefährdet wird. Genau das ist in der vergangenen Nacht aber durch die Handlungen von Einzelpersonen geschehen. Der Club verurteilt dieses Verhalten aufs Schärfste und stellt sich selbstverständlich vor seine Mitarbeiter. Die Aufarbeitung des Vorfalls hat bereits begonnen. Der FC Schalke 04 wird bis zur Aufklärung der Vorkommnisse keine weiteren Kommentare zu diesem Thema abgeben. Das ist hart. Das ist echt hart. Ihr habt irgendwas auch erzählt von Sprachnotizen oder so. Warte mal. Keine Ahnung, ob das jetzt alles stimmt, was da gesagt wird, aber wir hören uns das erstmal an. Alter, ich bin jetzt gerade zu Hause. Ich war jetzt 4 Stunden an der Arena. Der Bus kam dann irgendwann vor einer Stunde ungefähr. Und die Ultras haben das Stadion ringsrum gestürmt und haben sich vor der Nordkurve versammelt. Da standen die Autos von den Spielern. Und dann haben die bestimmt 10 Spieler ums halbe Stadion gejagt. Ich habe noch nie einen Menschen so schnell rennen sehen. Und Marc Uth war ganz vorne. Ich habe nur gehört, Uth, Hurensohn, da rennt der Uth, alle hinterher. Die Polizei kam viel zu spät. Viel zu spät. Wir sind abgehauen gerade, Nico, der Malta und ich. Da ist Ralle Fährmann mit uns da vom Gelände runtergefahren. Zu krass. Einfach zu krass. Und das haben wir ja in diesem einen kurzen Video vorhin gesehen, wie die den Spielern hinterhergerannt sind. Ja, also das hat für mich nichts mit Fans zu tun, auch wenn es Hooligans sind oder sonst irgendwas, Ultras. So supportet man sich nicht seinen Verein. Man siegt zusammen, man fällt zusammen. Also man kann doch nicht immer nur für den Verein da sein, wenn sie gewinnen oder was weiß ich was machen. Also man muss doch auch da sein, wenn der Verein absteigt. Gerade da muss man zusammenhalten und mit neuer Power in die nächste Saison starten und versuchen, wieder aufzusteigen und doch nicht so die Mannschaft aus der Liga verabschieden. Die sind schon alle deprimiert ohne Ende. Dann kommen die aus dem Stadion raus, wollen einfach nach Hause fahren oder in ihr Hotel. Und dann kommen eigene Zuschauer oder Ultras oder Hooligans und gehen auf die Spieler los. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Also ich hoffe, die wurden alle gefangen genommen und kriegen ihre gerechte Strafe. Das ist einfach hart. Das ist einfach hart. Komm her, hören wir mal weiter. Warte mal. Gibt's noch weitere? Ja, Kunert, das war eine Nummer, Junge. Das war eine Nummer, Junge. Das war eine Nummer. Aber glaub mir mal. Frag mal den Ralle. Fast geheult gerade. Paar Ohrfeigen bekommen. Frag mal Harit, eine Faust bekommen. Frag die Jungs alle. Leider auch ein Mike Büskens. Ein Hunteler wurde angegriffen. Hör auf jetzt. Hör auf! Mal ein Update für dich. Ja, wirklich, Autos vom Uth und vom Mascarell. Die sind wirklich alle. Ach, ehrlich. Den am Arena-Ring müssen wohl total demoliert sein, sind nicht mehr fahrbereit. Was? Warte. Im Auto vom Uth und vom Mascarell stehen am Arena-Ring, müssen wohl total demoliert sein, sind nicht mehr fahrbereit. Den Büskens haben sie im Arsch getreten. Den Gramozis haben sie eine Fresse gehauen. Der Suat Serdar ist mit einem vom Sicherheitsdienst abgehauen. Als er zu Hause vor der Tür war mit dem vom Sicherheitsdienst, ist er von 10 Libanesen erwartet worden. Da sind sie wieder Brenner gegangen. Die Libanesen haben die wohl mit dem Auto verfolgt und auf der Autobahn kam die Polizei dazu. Da sind die Libis abgehauen. Ja, was für Libanesen? Also ich weiß nicht, ob das alles stimmt, ne? Wirklich, Haftung ohne Gewehr. Aber wenn das stimmen sollte, krank. Also da stehe ich absolut nicht dahinter. Und das tut mir auch für alle Leute leid, die den Verein supporten und jetzt gerade eine schwere Zeit durchmachen, sage ich mal, und dann sowas hören zu müssen. Klar, das sind jetzt einfach Sprachnotizen. Ob das stimmt, ist wieder was anderes. Ne? Es gibt ja immer, auch bei dieser Sache mit der Super League, sind auch so viele Fake News gesagt worden, all sowas. Aber ja, Schalke hat ja gesagt, die werden dazu jetzt erstmal nichts mehr sagen oder sonst irgendwas. Ich hoffe, allen Spielern geht's gut.
Aber sowas ist absolut beschämend für den Fußball. Auch für den Verein als Fan, als Schalke-Fan. Das ist schon sehr, sehr hart. So, du hast recht, aber die Fans sind halt sauer, dass die Spieler einfach nicht alles gegeben haben. Hätte die Mannschaft wirklich gekämpft in jedem Spiel, wären die nicht ganz so sauer. Aber du hast recht, das geht gar nicht. Ja, ist doch scheißegal, was da... Es ist einfach eine scheiß Saison gewesen für Schalke, keine Frage. Aber da braucht man doch nicht nochmal drauftreten, wenn man am Boden liegt, als eigener Fan von der Mannschaft und die Spieler attackieren und sowas. Also das ist wirklich unter aller Sau. Also wer das als vernünftig sieht, der ist hier in meinen Augen komplett falsch. Sowas darf einfach nicht passieren. Ne? Wie schon gesagt, die Spieler müssen zum Verein stehen, den sie supporten. Nein, ich rufe jetzt nicht Gamer Brother an, deswegen, meine Güte, chillt doch mal jetzt, Leute. Ist natürlich auch bestimmt sehr traurig für ihn als Schalke-Fan. Keine Frage. Ich muss jetzt da jetzt nicht anrufen. Er weiß selber, dass das falsch ist. Ja? Ja, oder wie ist eure Meinung dazu? Gibt es bestimmt auch Leute, die Schalke supporten hier in dem Stream? Keine Frage. Soll ja jeder den Verein supporten, den er will. Das ist ja absolut kein Ding. Aber was sagt ihr denn dazu? Ich würde mal gerne wissen. Alle Leute, die Schalke-Unterstützer sind. Was sagt ihr denn dazu? Zu solchen Aktionen? Ohne Schalke ist Bundesliga keine Bulli. Ja, es ist schon hart. Ne? Also wie auch gesagt, so Duelle Dortmund, Schalke, das waren schon sehr geile Derbys. Keine Frage. Ja? Wenn man überlegt, ich habe noch Ronaldo damals spielen sehen auf Schalke 2015 und 16, wo die, glaube ich, zweimal hintereinander gegen Real gespielt haben. Und jetzt 5 Jahre später als letzter mit wie viel? 13 Punkten? 20 Niederlagen aus 30 Spielen abgestiegen. Ein einzelner Idiot, man muss den Spielern den Arsch heiß machen, aber nicht mit Gewalt. Wir kommen wieder. Ja, natürlich nicht mit Gewalt. So, dass da einiges schief lief, da braucht man gar nicht zu diskutieren. Raoul hat geschrieben... Guck mal, das ist korrekt. Wir leben dich blau und weiß ein Leben lang. Mal krass, ein Raul postet sowas. Das steht für Zusammenhalt. Sehr, sehr stark. So. Wir wurden mit Eiern beworfen. Danach ist ein Böller hochgegangen und die Situation eskalierte völlig. Die Fans sind auf uns losgegangen. Wir sind ab dann nur noch gerannt. Das war Angst, pure Angst. Ich bin nur noch gerannt. Einige von uns haben Tritte und Schläge abbekommen. Ein anonymer Schalke 04-Spieler über die Vorfälle in der Nacht. Boah, ehrlich, Digga, es ist, ja, wie schon er sagt, der Frust ist natürlich verständlich, aber da wurden einfach Grenzen deutlich überschritten, definitiv. Das soll es dann auch gewesen sein zu diesem Thema. Hart. Sehr, 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 sehr hart.